Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland hat nach den USA und mehreren anderen Ländern seine Bürger aufgerufen, die Ukraine zu verlassen. Zuvor hatten die USA vor einem möglicherweise bald bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine gewarnt. Die Regierung in Moskau wies das erneut zurück. Russland zog heute Mitarbeiter seiner Botschaft in Kiew ab. Auch heute Russland setzt die gemeinsamen Militärübungen mit Belarus fort. Für das Manöver soll Russland rund 30.000 Soldaten nach Belarus verlegt haben. An die russisch-ukrainische Grenze insgesamt mehr als 100.000. Unterdessen bereitet sich auch das Auswärtige Amt in Berlin weiter auf eine mögliche Eskalation vor. Krisenvorsorge nennt das die Außenministerin erst auf Twitter und dann auf ihrer Auslandsreise in Kairo. Wir werden unsere Botschaft in Kiew offen halten. Aber das entsandte diplomatische Personal dort reduzieren. Das betrifft auch die entsandten Beschäftigten der Mittler- und Durchführungsorganisationen wie GIZ und KfW und die deutschen Auslandslehrerinnen und Auslandslehrer. Die Familienangehörigen werden jetzt ebenfalls das Land verlassen. Zudem hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für die Ukraine ausgesprochen. Alle, deren Aufenthalt dort nicht zwingend erforderlich sei, sollen kurzfristig ausreisen. Bundeskanzler Scholz, der gestern mit US-Präsident Biden und weiteren Staatschefs telefoniert hatte, äußert sich heute nicht. Dafür der SPD-Fraktionsvorsitzende. Wir hoffen, dass jede Minute, jede Stunde, jeder Tag genutzt werden kann. Und das will ich auch an den Bundeskanzler richten, dass wir für eine Deeskalation die Temperatur, wie der amerikanische Präsident Biden gesagt hat, herunterzudrehen. Scholz reist am Montag nach Kiew und am Dienstag nach Moskau. Die Bundesregierung hofft weiter auf eine diplomatische Lösung. Baerbocks Besuch in Ägypten war die letzte Station ihrer Nahostreise. Das Land nahm bisher einen Spitzenplatz bei deutschen Rüstungsexporten ein, obwohl die Regierung hart gegen Kritiker und Gegner vorgeht. Die Außenministerin erklärte, sie habe bei den Treffen mit Präsident al-Sisi und ihrem Kollegen Shukri die Menschenrechtslage angesprochen. Diese solle nun mehr Gewicht erhalten bei Entscheidungen über künftige deutsche Waffenlieferungen. Mainur El-Masri kümmert sich um Menschenrechtsaktivisten hinter Gittern. Tausende sitzen zu Unrecht ein, meint die Rechtsanwältin. Vom Besuch der deutschen Außenministerin in Kairo erhofft sie sich klare Worte und mehr Druck auf die Regierung. Es ist doch immer grauenhaft. Menschen werden willkürlich verhaftet, gewaltsam entführt und müssen sich unfairen Gerichtsverfahren stellen. Ein schmaler Grat für Annalena Baerbock. Menschenrechte einfordern, ohne den Gastgeber vor den Kopf zu stoßen. Staatschef Sisi wird ungern auf das Thema angesprochen. Ägypten, ein Schlüsselstaat im Nahen Osten. Viele deutsche Firmen sind vertreten. Der Präsident lobt die gute Zusammenarbeit. Auf der Pressekonferenz im Anschluss mit ihrem Amtskollegen Shukri verknüpft Baerbock das Thema Menschenrechte mit Waffenlieferungen. 2021 noch war Ägypten der größte Empfänger deutscher Rüstungsprodukte. Das will Baerbock jetzt ändern. Unser Ziel ist, dass nur in begründeten Einzelfällen, die sorgfältig geprüft werden, Ausnahmen von dieser restriktiven Politik überhaupt gegeben werden können. Und dabei spielt schon jetzt, aber dann auch in Zukunft, insbesondere die Menschenrechtslage eine wichtige Rolle. Ihr Amtskollege Shukri warnt vor einer Schwächung Ägyptens, instabilen Verhältnissen, neuen Flüchtlingsströmen. Hier liegen die Positionen nun weit auseinander. In Frankreich sind tausende Gegner der Corona-Regeln dem Aufruf zu einem Protestkonvoi in Paris gefolgt. Trotz eines Verbots reisten Teilnehmer aus verschiedenen Landesteilen an und fuhren mit Autos, Wohnmobilen und Kleintransportern ins Zentrum von Paris. Die Polizei mobilisierte tausende Einsatzkräfte, um die Demonstranten zu stoppen und Blockaden zu verhindern. Mit Tränengas gegen die Straßenblockaden. Teile von Paris wurden heute durch stehende Fahrzeuge lahmgelegt. Aus ganz Frankreich sind Menschen gekommen, um gegen die Politik der Regierung zu demonstrieren.
Seit 2 Jahren führen die an der Macht völlig idiotische Maßnahmen ein. Wir wollen unsere Freiheit zurück. Es geht mir um unsere Kaufkraft. Wir können unsere Kinder nicht mehr ernähren. Das muss sich ändern. Aufhänger der Proteste sind die Corona-Maßnahmen der Regierung und insbesondere der Impfpass, der Ungeimpfte vom öffentlichen Leben ausschließt. Viele im Land befürworten die Maßnahme und können die Proteste nicht nachvollziehen. Ich persönlich verstehe nicht, dass sich diese Bewegung gerade jetzt gegen die Corona-Maßnahmen richtet, wo gerade alles gelockert wird und sich die Lage verbessert. Die Proteste fallen in eine Woche, in der die französische Regierung weitere Öffnungsschritte angekündigt hat. Es gibt Modelle, die Hoffnung machen, dass die Situation sich Ende März, Anfang April in den Krankenhäusern so verbessern wird, dass wir den Impfpass abschaffen können. Mehr als 7000 Polizisten sind dieses Wochenende in Paris im Einsatz. Die Demonstrationen sind verboten. Bisher gibt es mehr als 330 Verwarnungen und 14 Festnahmen. Die kanadische Polizei hat mit der Räumung der von Corona-Demonstranten besetzten Brücke zwischen Kanada und den USA begonnen. Gestern hatte ein Gericht angeordnet, die Lkw-Blockade an dem wichtigen Grenzübergang zu beenden. Dem hatten sich die Trucker aber widersetzt und damit den Warenverkehr zwischen beiden Ländern weiter beeinträchtigt. Ihre Proteste richten sich gegen die kanadischen Corona-Maßnahmen. Die deutschen Athletinnen und Athleten haben bei den Olympischen Winterspielen 3 weitere Medaillen errungen. Die Damen-Ski-Langlaufstaffel holte überraschend Silber, Skispringer Karl Geiger auf der Großschanze Bronze. Die 21-jährige Olympiadebütantin Hanna Neise gewann Gold im Skeleton. Der olympische Eiskanal bleibt weiter fest in deutscher Hand. Hanna Neise ist neue Olympiasiegerin im Skeleton. Die 21-Jährige vom BSC Winterberg hatte ihre Nerven in allen 4 Läufen im Griff und holte Gold für das deutsche Team. Die Medaillenränge knapp verpasst hat Tina Herrmann. Sie wurde 4. Gestern Geburtstag, heute Bronze. Karl Geiger hat sich das schönste Geschenk selbst gemacht. Auf der Großschanze gelang dem 29-Jährigen im 2. Durchgang der Sprung aufs Treppchen. Nach dem 1. Durchgang lag der Oberstdorfer nur auf Rang 6. 138 Meter waren nötig, um Bronze zu holen. Gold gewann der Norweger Marius Lindwig vor dem Japaner Ryo Kobayashi. Rang 5 ging an den zweitbesten Deutschen Markus Eisenbichler. Körperlich am Limit sorgte die 4x5 Kilometer Langlaufstaffel der Frauen für eine große Überraschung. Das Quartett um Katharine Sauerbrei, Viktoria Kahl, Katharina Hennig und Sophie Krehl holte sich verdient die Silbermedaille. Geschlagen wurden sie nur vom Team des russischen Olympischen Komitees. Bronze ging an Schweden. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute Nacht ist es oft klar. Vor allem in Küstennähe sowie in Schleswig-Holstein gibt es gelegentlich etwas dichtere Wolken, die dort auch am Tag unterwegs sind. Ansonsten scheint nach Nebelauflösung verbreitet die Sonne. Gegen Abend werden die Wolken auch im Nordwesten zahlreicher, es bleibt aber noch trocken. An der Nordsee heute Nacht leichte Plusgrade, sonst überall frostig, bis minus 10 Grad an den Alpen. Morgen Werte von 4 Grad im Zittauer Gebirge bis zu sehr milden 14 Grad am Oberrhein. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.